Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Weekend Tone. Wir wollen uns heute durchkräftigen, stabilisieren und vor allem unsere wichtigen Stabilisatoren trainieren. Das sind die, die uns aufrichten und die aktivieren wir jetzt gleich mal. Das heißt, stell dich mal geschlossen auf, so dass die Großzehenballen und die Fersen sich berühren. Und dann spann dein Gesäß an. Und jetzt müssten die Fußspitzen von ganz alleine so ein bisschen nach außen rutschen, oder? Genau, das ist die Position, in der du optimal deine aufrichtenden Strukturen aktivieren kannst. Jetzt gefühlt die Rückseite der Oberschenkel zueinander ziehen. Funktioniert nicht, oder? Aber probier's, dann hast du nämlich diese Außenrotation. Merkst vielleicht auch schon, dass dein Beckenboden und dein tiefer Bauchmuskel, der hier sitzt, aktiv wird. Und du richtest dich gleich weiter auf, oder? Ein bisschen Luft unter deine Achselhöhlen. Hier am Brustbein ist ein Faden, den du nach oben ziehst. Und Blick in den Horizont. Sehr schön. Und natürlich auch weiter atmen. Den Atem immer fließen lassen. So, diese stabile Körpermitte, die merke dir mal vom Gefühl. Und jetzt ziehst du dich auf deine Fußspitzen, kann auch ganz wenig sein. Einfach mal hoch, spür die Instabilität und komm nochmal tief. Nochmal hoch und nochmal tief. Versuch, die Fersen wirklich zueinander zu drehen. Das wird vielleicht auch ein bisschen anstrengend mit der Zeit für die Waden, genau. Unsere Venen pumpen, die das Blut in den Körperkreislauf pumpen, also auch nicht unwichtig. Und vielleicht wackelt es auch ein bisschen, aber das ist auch Absicht, denn wenn es zu wackeln beginnt, dann trainieren wir die wichtigen Stabilisatoren, die wir unbedingt benötigen für einen gesunden Rücken, allgemein für stabile Gelenke. So, und jetzt komm noch einmal nach oben und bleib einen Moment, halte dich hier. Und komm nochmal tief. Sehr gut. Rück ein bisschen auslockern. Die Waden. Und dann noch einmal gefühlt die Rückseite der Oberschenkel zueinander ziehen. Handflächen zu dir zeigen lassen. Handrücken zu mir. Mach mal kleine Kreise nach außen. Spür deine Stabilität. Und jetzt nimmst du die Arme höher. So wie deine Schultern unten bleiben können. Und wenn du hier oben angelangt bist, dann drehst du die Bewegung um, atmest aus und kreist wieder nach unten. Einatmen hoch und aus. Ein. Aus. Stabil bleiben in der Mitte, Nacken bleibt entspannt. So hoch müssen die Arme gar nicht gehen. Versuch sie wirklich nur so weit raufzunehmen, wie du einen entspannten Schultergürtel haben kannst. Nochmal. Sehr gut. Letztes Mal noch nach oben und da bleibst du dann. Halte deine Stabilität in der Mitte. Lass jetzt ganz locker den rechten Arm fallen und beug deine Knie. Atme ein, komm hoch und wechsel, atme aus. Atme ein. Und aus. Beug deinen Rumpf zur Seite. Mobilisiere deine Brustwirbelsäule. Ist übrigens wichtig, dass die mobil ist. Dein Tempo. Und dann beide Arme und so, dass du jetzt dein Brustbein nach oben anhebst und wieder lösen. Mach mal weiter. Ich zeige es dir seitlich. Heben, aufrichten. Genau. Nochmal Brustbein heben, locker lassen und wieder aufrichten. Mach mal weiter. Noch einmal und dann wechselst du wieder rechts, links im Wechsel. Und tief und hoch und tief. Und hoch, nochmal, tief und hoch und locker und beide Brustbein heben. Und hoch, nochmal, heben, letzten zwei noch. Und ein letztes Mal noch, rechts, links. Nochmal,
Beide. Gut. Letztes Mal. Bleib dann hier oben. Stopp. Locker lassen. Und jetzt öffne deine Fersen und lass dich mal nach vorne fallen. Ganz schwer. Richtig locker. Genau. Mach nur weiter. Halte oben. Stopp. Heb deine Fersen. Schließe sie wieder. Jetzt lass ganz locker die Arme fallen. Nimm deine Beine etwas mehr in die Grätsche und lass die Fußspitzen aber nach außen zeigen. Denk an die Körperspannung, die wir gerade aufgebaut haben. Und setz dich jetzt nach unten, sodass du geraden Rücken hast, aber dich gleichmäßig auf die Füße verteilst. Wenn das nicht geht, schließ deine Füße ein bisschen weiter. Fußspitzen und Knie sollen auf einer Linie sein, auf jeden Fall. Gut, am Tief. Komm hoch nach rechts und zieh nochmal zusammen. Gut, nochmal tief, Arme locker. Komm hoch nach links und zieh zusammen. Nochmal tief, leise abrollen und hoch, immer in deinem eigenen Tempo. Tief und hoch. Geht. Innenseiten zusammenziehen. Und jetzt bleibst du rechts. Stopp. Bleib hier. Beug deine Knie. Arme gehen tief. Stopp. Schau mal, dein Steißbein geht tief. Also bitte nicht Po rausschieben, sondern Becken kippen. Steißbein sinkt. Geht vielleicht nicht sehr tief. Und dann kommst du wieder nach oben und schwingst tief. Andere Seite. Hoch und Steißbein Richtung Boden. Knie nach außen. Hoch und locker. Hoch. Knie nach außen. Fersen in den Boden drücken. So können wir nämlich super unseren Beckenboden aktivieren. Gut. Richtig schön weit nach unten, vielleicht noch tiefer. Beckenboden, Fersen in den Boden drücken, Kraftbeine. Nochmal. Und Fersen. Gut, locker, hoch. Und dann bleibst du hier. Stopp, lockerst aus. Arm hoch, Knie etwas beugen und jetzt ziehst du rechten Arm tief, linken nach oben und wechseln, Seite und wechseln, seitliche Rumpfkraft spüren, schrägen Bauchmuskeln aktivieren. Halte dann, mach drei kleine, drei, zwei, einen zur Mitte und drei, zwei, einen und zur Mitte. Nochmal, drei, zwei, schrägen Bauchmuskeln immer noch spüren. Sanft den Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule ziehen. Nochmal. Letzten. Noch viermal, genau so. Noch drei, noch zwei. Letztes Mal und zur Mitte locker lassen. Gehen, ganz locker am Platz gehen. Enger zusammenkommen
und die Arme, als wolltest du einen Sonntagsspaziergang machen, mitnehmen, richtig hochziehen. Und jetzt nehmen wir gleich einen Rhythmus dazu, einen inneren Rhythmus. 1, 2, 3 und auf die 3 halten wir dann im Einbein in der Luft. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genau. Mach ruhig deinen eigenen Rhythmus. So musst du dich dann immer einen kurzen Moment wieder stabilisieren oben. Probier's. Immer noch. Und dann halte rechts oben. Stopp. Bleib hier, 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 hier. Und nimm das Bein ein Stück nach hinten. Ich zeige es dir seitlich. Ferse ist in der Luft. Bist du dabei? Und jetzt gehst du so ein Stück nach unten. Stütze dich hier ruhig auf. Schau, dass vorne deine Ferse unterhalb des Knies ist. Rücken gerade und komm nochmal nach oben. Gesäß anspannen, ganz fest. Nochmal tief, Kraft, Beine und Gesäß anspannen. Tief und hoch. Rücken ist gerade. Geht noch. Noch einmal. Und zurückkommen und locker lassen. Nochmal gehen. 1, 2, 3. Gut. Wird's warm in den Beinen. Mach weiter. Ich drehe mich so ein bisschen auf die Seite. Halte oben, stopp, Bein zurück, Ferse ist in der Luft, tief gehen, Knie über der Ferse, Rücken gerade, Po anspannen, hochdrücken, fest, 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 gut, nochmal tief und hoch, immer aufrichten, wenn du oben bist, Knie strecken. Noch zweimal und hochdrücken und locker lassen. Jetzt verlager einfach nochmal rechts und links deine Füße leise abrollen und jetzt drehst du deinen Oberkörper mit. Lass die Arme schwingen nach rechts, nach links. Möglichst große Bewegung. Und dann pendel dich zurück, aber verlagere weiter. Mobilisiere deine Hüftgelenke. Und bleibe rechts. Stopp. Linkes Bein hoch, Arme zur Seite, Handflächen zu mir, aufrichten, Knie beugen und jetzt kommt dein Bein in Richtung Hand und wieder zurück. Nochmal seitlich und wieder zurück. Geht noch. Einmal noch. Und
Verlagern hin und her. Super. Teile gespürt nochmal. Außenseite Oberschenkel. Und dann bleibst du links. Stopp. Hebst dein Bein an. Beugst dein Knie, richtest dich auf und nimmst dein Bein und deinen Arm zur Seite hoch. Gleich nochmal. Atmen. Nur zur Seite gehen. Noch einmal und zur Mitte kommen und abstützen. Nach vorne tauchen, den Rücken rund werden lassen, Kopf rein und nochmal ganz gerade. Mach mal weiter, komm nochmal rund nach oben im Rücken, gerade. Ein letztes Mal noch gerade bleiben, nach oben kommen und auslockern, ausschütteln und gerne dich jetzt so bewegen, wie du möchtest. Sind vielleicht verschiedenste Richtungen, dich durchlockern. Wichtig ist auch, dass das Lockersein da oben am Schultergürtel ankommt. Also versuch wirklich zu spüren, dass du dich schüttelst und rüttelst. Und auch der Nacken locker wird. Schultern zurückreisen. Ich hoffe, du bist fit und getoned, gekräftigt fürs Wochenende. Vielleicht ist auch gar nicht Wochenende bei dir. Dann ist es auch genau richtig. Lass die Schultern locker. Zieh die Schultern nach oben. Und mit dem Ausatmen lässt du sie ganz tief sinken. Nochmal einatmen hoch, ausatmen tief, ein. Und dann lässt du die Schultern ganz tief nach unten fallen und da bleiben sie. Jetzt darfst du deine Hände reiben, bis sie ganz warm werden. Überleg dir eine Stelle, wo du vielleicht so öfters mal auch im Alltag das Gefühl hast, da zwickt es im Rücken, vielleicht oben abreiben oder auch den unteren Rücken abreiben. Und nicht nur Entspannung im Rücken ist ganz wichtig, sondern auch unsere Augen brauchen Entspannung. Das kann auch helfen gegen Nackenschmerzen, deshalb locker deine Hände kurz aus und reib sie dann nochmal. Und dann schließt du deine Augen, kannst mir kurz zuschauen, also wenn du nachher die Augen schließt, dann legst du deine warmen Hände auf deine Augen und entspannst dich einen Moment. Mach ruhig mit. Und im besten Fall bleibst du hier so lange, bis du hier mit geschlossenen Augen und zugedeckten Augen keine Lichter mehr siehst. Und dann wirst du merken, dass du immer mehr entspannen kannst, vor allem auch den Nacken. Dein Atem fließt. Gerne noch ein bisschen so stehen bleiben. Und du möchtest mit mir ausatmen, Hände weg. Dann langsam deine Augen wieder öffnen, hier ankommen. Wie fühlst du dich? Durchgekräftigt, durchbewegt, stabilisiert und hoffentlich auch ein bisschen entspannt. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön. Ich hoffe, es hat dir gut getan und gefallen. Ich freue mich immer über einen netten Kommentar, über ein Gefällt mir unten. Gerne reinschreiben. Natürlich freue ich mich auch, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen. Vielen, vielen Dank. Der Link wäre unter dem Video, da steht deine Unterstützung. Wenn du da draufklickst, dann könntest du mich mit monatlich zum Beispiel, was es dir wert ist, 5 Euro oder 10 Euro oder 20 oder 2,50 unterstützen.
Danke, danke. Ich freue mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst oder wenn du jemanden einlädst, sich mitzubewegen, damit sich möglichst viele Menschen bewegen. Oder wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann.